So, wir sind gerade einkaufen gegangen und hier. Jetzt haben wir ganz viel Bier. Und die Partner. Hier, Prost. Guten Tag. Auch ein Bier? Ah, war ärgerlich. Wir sind jetzt hier an der Weserwehr. Also da, wo da ganz drüben Wasser runterfällt. Und er hier, er hat mir ein Gehirn geschenkt. Hier sind zwei Gehirne drin. Seht ihr das? Ich werde jetzt diese Gehirne fressen. Weil ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach neuen Gehirnzellen. Bro, du müsstest die Gesichter der Menschen filmen dabei. Manche so, manche so, manche so, manche so. Ganz verrückt, das ist das Wichtigste eigentlich. Wie lange ich drüber nachgedacht habe, über dieses Geprost, ne? Ich muss mal ganz kurz was zu sagen. Es gibt ja einen Gefährten, gelaufen, irgendwas. Aber niemand sagt Geprost. War das dein Gedanke dahinter oder kam das einfach so? Damit immer mehr Menschen hier Geprost sagen, nur wegen mir. Nur weil das bei mir mein Gehirn so verwurzelt ist. Deswegen habe ich das gemacht. Ich bin eine richtige Bazille. Ich bin ein richtiger Baktus. Ich spritze Bakterien aus meinem Gehirn raus. Mit Bazillen und Karies. Guck mal, Leute. Dieser Herr Goldmann, er sitzt hier auf dieser Bank rum. Ich habe heute bierige Gehirnzellen. So, ich habe hier meinen Schlafplatz aufgebaut und zwar hier meinen Tarp. Und zwar diesen Tarp, den kann man dann irgendwann hier zumachen, wenn ich Bock drauf habe. Und Dave Goldmann, er pennt hier in dieser Hängematte hier. Guten Morgen! Wir sind auferstanden. Und er hier? Labe mich an Mutter Natur. Er hat ein bisschen Probleme. Ja. Und zwar hier sein Latschen. Der ist hier kaputt gegangen. Oh, der ist aufgerissen. Und das ist große Scheiße. Das heißt, wir müssen das mit meinem Universalband bearbeiten. Ein Universalband? Ich habe noch gar kein Abi gemacht. Sollte gehen, oder? So. Machen wir oben fest. Guck mal, die Koffeinherstellung ist beendet. Und weil wir langsam Hunger haben, werde ich uns jetzt hier ein Festmahlsmenü zubereiten. Und zwar einmal Nudeln mit Hackfleisch und hier Paprika, Champignon-Zwiebeln und diese Zwiebeln, Lauchzwiebeln. Diese Lauchzwiebeln, ich sah früher auch aus wie so eine Lauchzwiebel, aber so richtig. Ich war richtig dünn gewesen damals, bevor ich mit Kraftsport angefangen hatte. Und in 3 Jahren hatte ich, aber das habe ich schon mal erzählt gehabt, in 3 Jahren hatte ich 20 Kilo an Muskulatur dazu gewonnen. Und dann war ich leicht übergewichtig gewesen danach. Das war cool. Das könnt ihr bei allem mal nachmachen. Ah ja, stimmt. Gewürzketchup als Beilage werden wir auch fressen. Guck mal, diese Paprika hier, die hat genauso eine Delle wie mein Gehirn. Und deswegen wird das beschnitten. Und die anderen Sachen, die werden auch danach direkt auch beschnitten. Es wird das Hackfleisch angebraten. Das wird gleich so ein richtiges Festmahl. So, unser Mittagessen ist fertig. Schmeckt richtig geil. Boah, Hammer, Alter. Es ist so lecker, Mann. Wir laufen jetzt gerade durch so eine Landstraße, wo diese ganz vielen nervigen Autos und so weiter rumfahren. Und diese komischen Abgasen produzieren. Guck mal, hier vorne ist ein Friedhof. Und ich werde hier erstmal Wasser auffüllen. Schmeckt gut. So, ich habe gerade das Leichenwasser zum Saufen rausgeholt und eingepackt. Und jetzt laufen wir zur Supermarkt.
Wir haben diesen voll verranzten NP gefunden. Jetzt werden wir hier Bier und nochmal Sachen kaufen gehen. Guck mal, wir haben eingekauft. Wir werden das jetzt einpacken. So, für Leute, denen das aufgefallen ist und sich fragen, warum ich zwei diese Isomatten diesmal dabei habe. Und zwar, ich habe ja diese zwei Isomatten mal per Fanpost zugesendet bekommen. Und diese hatte ich sonst die ganze Zeit nur im Schrank drin gehabt und ich brauche ja halt nur eine. Und weil dieser Herr Goldmann eine Vollfettwanderung macht nach keine Ahnung wohin und keine Isomatte hat, übergebe ich dir diese Isomatte an dir. Damit du drauf pennen kannst. Hast du mir noch eine Decke geholt, Alter? Oh, die ist gut, nee, wirklich. Ja, jetzt lasse ich das den jemand hier, diesen Herrn Goldmann, das missbrauchen. Ich bin ein richtiger Bakteriengesicht. Aus meinem Kopf können Bakterien rausspritzen. Ich bin ein Bakteriengesicht. Und wisst ihr auch warum? Weil ich schon mal genießt habe. Ich bin eine richtige Pferdefresse. Und wisst ihr auch warum? Herr Goldmann, weißt du, wovor ich Angst habe, wenn ich in den Wald reingehe? Dass irgendein Specht an mein Ohr rangeht und ein Stück Gehirn rausholt. Davor habe ich richtig Schiss. Das ist richtig pervers, lass dieser Gedanke. Und hier, und wenn er rangeht, dann macht das hier diese hier, Vaginalbefriedigungsgefletscher. Kommt dann, wenn so ein Specht an mein Ohr rangeht. Und dieses Stück Gehirn rausholt. Ich will das unbedingt sehen, Alter, komm. Schnitt ab in den Wald. Guck mal, von diesem Herrn Goldmann, das funktioniert mit diesem Universalband, was ich ihm gegeben hat, dass der das hier zusammen gemacht hat. Das hält gut. Das sieht cool aus. Das sieht benutzt aus, das ist geil. Hier, guck mal, Leute. Hier vorne ist ein dreckiger Zaun. Wir müssen hier das rübertragen. Weißt du? So, wir haben Ziel erreicht. Und zwar, wir sind hier in dieser Schutzhütte hier. Also gut, das ist jetzt keine Schutzhütte, aber hier ein Unterstand. Ohne Bänke und sowas. Und genau, unter diesem Unterstand, da werden wir heute pennen. Das hier, das ist ein richtiges Vollfettteil. Also ein Teil mit ganz viel Fett dran. Und genau hier pennt dieser Herr Goldmann. Also so ein richtiger grüner Kokon, der so richtig groß und fett ist. Der so richtig viel gefressen hat in seinem Leben. So fett ist, so sieht das aus. Und nicht anders. Jetzt, wo du sagst, ne? Und ich penne hier wie so ein Wurm. Wie eine blaue Made. Das ist verdammt geil. Ich lauf aus. Guck mal, weil da oben Sonne scheint, laden wir unsere Geräte hier auf. Mit diesen Solarpanels. Und guck mal. Hier habe ich gepennt und hier hat dieser Herr Goldmann gepennt. Ich brate das Essen von gestern an, was ich gestern gemacht habe für uns beide. Das brate ich jetzt an, damit das angebraten ist und warm ist und sowas. Und dann fressen wir das gleich. So, fressen ist fertig. Naja. Schmeckt zwar gut, aber gestern war auf jeden Fall besser, wo es frisch war. Dann schmeckt das irgendwie so angewärmt, so angebraten. Der Koffein wurde hergestellt.
Guck mal, dieser nervige Müllsack hier, der nervt die ganze Zeit so richtig rum. Der stört mich, der geht mir sowas von auf die Nerven und auf den Sack und sowas. Und durchs Gehirn irgendwie, das belastet. Und wir müssen unbedingt hier so einen Mülleimer finden. Guck mal, hier vorne ist ein Mülleimer. Das heißt, ich kann hier meinen nervigen Müllsack da reinschmeißen. So, ich habe gerade da drin Analabfall gemacht. Richtig geil. Guck mal, wie versifft und eiterhaft dieser Fluss aussieht. Und mit wie viel diese braunen Eiter, was hier rumschwimmt. Und dieser Fluss, der hat genau diesen Namen hier. Eiter. Guck mal hier, guckt euch mal diese ganzen Frühlingspflanzen hier vorne an. Guck mal, hier gibt es sogar urinfarbige Frühlingspflanzen. Ich bin eine Bakterie, die aus dem Kopf rausgeschossen kommt. Wir sind hier in dieses Wulmsdorf angekommen und das riecht hier nach ganz viel Tierdurchfall. Als ob das hier überall hier reingespritzt wurde, hier dieser ganze Tierdurchfall. Das ist richtig riechend hier. Das ist ein Dorf mit Geschmack. Ja, eine Eisenbahn. So, wir sind jetzt gerade unter der Brücke und wir suchen uns einen Schlafplatz aus, weil es ist dunkel geworden und hier unter der Brücke ist es ziemlich laut mit den ganzen Fahrzeugen und sowas. Dann suchen wir uns einen Schlafplatz aus, der nicht so rumschallt wie diese ganzen Fahrzeuge, die hier rumscheppern. Ich habe hier meinen Schlafplatz aufgebaut. Und hier der Herr Goldmann, der versucht jetzt gerade seinen Schlafplatz aufzubauen. Dieser verschimmelte Stock hier vorne, der richtig vergammelt ist, der hat hier meinen Schlafplatz gehalten. Das ist ein richtig geiler Stock. Voll Fettschiff! Ein Schiff mit Fett dran! Voll Fettschiff! Barfußlaufen, das ist schön und gesund und das müsst ihr auch alle machen. Das ist empfehlenswert. Und guck mal, wie weiß meine Füße geworden sind wegen diesem komischen Winter. Das hat mich richtig genervt. Das stört mich. Das muss hier. Die Füße, die müssen durchfallfarben werden. Das muss braun werden. Das muss richtig dunkel werden. Da muss so richtig die Dreischöpfung rein. Das muss richtig reingehen. Das ist richtig geil, wenn wenn da D3 auf diesen Kellerasselfläche drauf scheppert. Das ist richtig geil. Der ist über mein Solarpanel drüber gefahren. Nein. Das hat das ein bisschen hier zerkratzt. Widerlich. Dieser Arschloch-Traktorfahrer hat hier mein Solarpanel zerkratzt. Jetzt kommt da viel zu wenig Energie durch. Also weniger als wie ich glaube, dass da durchkommt. Und das ist richtig widerlich und bakterienhaft und ekelhaft. Ich brauche einen neuen Solarpanel, der richtig funktioniert. Der richtig Dampf hat und so weiter. Das ist richtig widerlich, das ist ekelhaft. Das gehört so sich nicht. Das muss weg. Das ist scheiße. Das ist richtig Arschlochverhalten. So, ich übergebe den Herrn Goldmann.
mein Universalband, damit er sein Latschen viel besser zumachen kann. Vielen Dank. Mit noch mehr, wie heißt das Ding, Umdrehung und sowas. Und mehr Befestigkeit. Und mein Universalband, der hat teurer gekostet wie von den Herrn Goldmann sein Schuh. Das ist echt so, vielleicht wirklich mehr das Band um den Fuß. So, Alter. Ich bin ein Gänseblümchenfresser. Oh Scheiße. Wir wollten gerade loslaufen und dann ist dieser nervige, überfettigte Müllsack rausgerissen. Das heißt, ich muss das jetzt mit zwei Müllsäcken aufteilen. Bäh! Igitt! Ekelhaft! Bazillenhaft! Krankheitserregend! Blutekel! Mammut! So, ich habe das jetzt in zwei Müllsäcken aufgeteilt. Und jetzt hoffe ich darauf, dass die nicht aufreißen und diese ganzen leeren Bierflaschen und noch mehr Müll dann auf den Boden drauf fallen. Diese ganzen Autos und sowas, die stören, die nerven uns. Die sind richtig beschissen, die sind richtig laut und sowas. Die nerven unser Gehirn. So, hier stehen diese ganzen leeren Bierflaschen rum. Und hier ist der andere Müll verschwunden. Das habe ich gerade so richtig hier reingedrückt. Ich wäre eine richtige Küchenschabe. Wir sind eben gerade die ganze Zeit diesen vergrasten Deich hier rumgelaufen. Und das war ein bisschen scheiße gewesen mit dem Wagen hier. Und da werden wir dann unser Festmahl machen. Und da drin werden wir dann heute Nacht pennen. Guck mal, obwohl ich überhaupt nicht auf der Suche nach irgendeinem Geocache bin oder so, haben wir hier was gefunden. Mit diesem Zettel hier. Ich bin ein Geocache. Genau, das steht hier drauf. Und hier ist ein Buch. Und der erste Geocache, der ist tatsächlich von 2012. Also das liegt hier schon... Ja, welches Jahr haben wir denn heute? Schwierige Frage. Also 22, glaube ich. 22. Genau, das liegt hier schon seit 9,5 Jahren hier rum. Alter, wie krass. Ja, und guck mal. Das ist der letzte. Das ist 2021. 22.02.2021. Ist der letzte Eintrag. Und der nächste Eintrag, das wird Natururin-Eintrag sein. Extra zu mehr Reichweitenerweiterung. Das werde ich jetzt hier mit meinem komischen, verranzten Kugelschreiber reinschreiben. Das wird richtig geil. Ich bin beschnitten. So, ich habe in dieses Buch hier reingeschrieben und das ist der erste Eintrag nach über ein Jahr. Das ist Gehirnzelle. Guck mal hier. Ich habe hier mein Tarp aufgebaut und hier ist die Hängematte von diesem Herrn Goldmann. Und die hier, die sehen genauso fertig aus wie mein Kopf. Und hier, ich habe hier Schweinefleisch. Das ist Schweinegeschnetzeltes. Das werde ich genauso rausholen, wie das vielleicht bei mir ein Specht machen könnte. Dass der ein Stück Gehirn aus meinem Ohr rausholt. Fressen ist fertig. Aber schmeckt wie immer geil. Das schmeckt voll cool. Das ist richtig geil. Das ist richtiges Festmahlfressen. Die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Ich bin wach. Und da drüben, da sitzt der Herr Goldmann rum. Und die Sonne, die strahlt mir noch immer auf mein Gehirn rein. Und mein Gehirn schwappt rum. So, MarvConTV ist angekommen. Hallo, ich habe Frühstück mitgebracht. Richtig geil.
Es gibt nur Zwiebeln zum Frühstück. Nur Zwiebeln. Ich bin eine Morgenlarve. Marvin ist von Bremen nach Fern hergefahren. Und er hat uns Frühstück mitgebracht. Mettbrötchen. Richtig geil, das werden wir jetzt essen. Vielen Dank fürs Mitbringen. Ja, bitte schön. Ich bin ein wildes Gesicht. Ich bin ein Wasserläufergesicht. Ich bin ein Wurm. Der Herr Goldmann hat einen richtig roten Kopf. Ja. Ich habe auch richtig rote Arme von dieser Sonne die ganze Zeit. Das brennt auch alles voll hier. Also es ist auch Sonnenbrand, sag ich. Ich bin ein Stück Möwenscheiße. Wir sind gestartet. Und dieser Wagen, der kippt hier jedes Mal ständig hier um, hier auf diesen Scheißweg. Das nervt voll. Das ist Kost, das ist Zeitverschwendung. Guck mal. Das ist eine richtige Apfelmülltonne. Richtig geil. Das heißt... das heißt... Wir können endlich hier unseren Müll hier reinpacken. Mein Gehirn besteht aus Bazillen. Guck mal, das hier, das ist ein richtiger Kackwasser da unten. Aus meinem Mund kommen Kaulquappen raus. Kann so auf sowas verlaufen. Das ist aber auch cool, weil... Das ist ein richtig widerlicher Wind gerade. Der ist richtig hier bakterienhaft. Durch meine Zahnlücke passen Kitzler durch. Ich bin ein richtiger Mückenkopf. Ich bin eine schwedische Fackel, die rumpisst. Es fliegt! Es fliegt so wie morgen meine Sperma! Ich bin eine fliegende Hämorrhoide! Die Hämorrhoide fliegt? Und genau hier ist diese Stelle, wo Scheiße auf dem Boden lag und ich mit meinem Fuß dann da drauf getreten bin. Und ich dann diese Scheiße dann hier so in diesem Gras hier so abgemacht habe, vom Schuh aus. Genau, da erinnere ich mich ganz genau dran. Das müsste genau diese Stelle gewesen sein, wo ich drauf getreten bin. Und da laufen wir jetzt gerade lang. Voll Fett Storchennest! Storchennest mit Fett dran! Voll Fett Storchennest! Da! Ich bin ein Kieselsteinkopf. Hier vorne sind Eier drin. Und wir haben uns eine Packung rausgeholt. Na? Ich bin ein Tampon, was schon mal benutzt wurde. Das ist ein Tampon. Das ist. Aber ich muss. Es ist. Hör auf, mich zu beißen. Da vorne ist eine Gaststätte. Und deswegen gehe ich da jetzt rein, weil ich muss scheißen gehen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich bin's wieder, euer Lieblings-David. Heute Abend sind wir an der Weser. Ich bin ein Gehirneinbrecher. Und aus meinem Kopf spritzen ganz viele Kaulquappen raus. Und guck mal hier. Hier. Die sitzen schon draußen und Marv konnte hier vor der kocht. Der Marvin hat Koffein hergestellt. Bitte. Dankeschön. Hier ist auch Rührei. Marvin hat Rührei gemacht. Das wird jetzt gefressen. Ich bin eine Kopfkrankheit. Ich bin ein Rühreifresser. Ich war ein richtiger Fresssack. Ich muss endlich fett werden. Da vorne an diesem Baum, da ist ein Handy dran von den Herrn Goldmann. Und wir sind jetzt gerade im Livestream. Aus meiner Nase können Fliegen raus fliegen. So, wir haben uns ein Stückchen von dem Herrn Goldmann entfernt. Und wir gelaufen jetzt zum nächsten Bahnhof. Und der sollte hier in Dörfern sein. Deswegen gelaufen wir jetzt erstmal zum Dörfern.
um dann diesen Bahnhof zu suchen. Ich bin ein Galoppiergesicht. Wir sind hier im Bahnhof Dörfern angekommen. Ja.